Teil 5 meiner Geschichte des Wissensmanagements. Ich bezeichne es mal als Internetboom und es betrifft den Zeitraum von 96 bis 98. Nachdem klar geworden ist mit der Entwicklung des Mosaik- und Netscape-Browsers, also 1996 spätestens, dass die Zukunft multimedialer Dienste im Internet liegt und nicht bei Offline-Medien, hat sich natürlich auch die Arbeit in diese Richtung verlagert. Wirklich entscheidend für mich war das Buch Objektrelationale Datenbankmanagementsysteme von Michael Stonebreaker. Das heißt, das sind die Datenbanksysteme, die das sogenannte SQSL3 beherrschen und räumliche Indexe zulassen, Zeitreihen zulassen und ähnlichen. Was es im Detail bedeutet, würde hier zu weit führen. Auf jeden Fall habe ich begonnen, da zu der Zeit mit der Illustra-Datenbank zu arbeiten, die sehr viele Möglichkeiten hatte, wirklich intelligente Internetdienste aufzubauen und zu realisieren. Rein geschäftlich wurden damals die Modelle entwickelt für AOL Europa, für Lycos Europa, für den technisch extrem spannenden Dienst Citiweb und auch für solches wie die intelligenten Werbeserver fürs Internet. Darauf gehe ich nachher nochmal ein. Es ist relativ klar, dass natürlich ein Konzept wie AOL Europa eine intelligente Informationsbasis, Datenbasis braucht und dass das Wissen, was da reinfließt, also das heißt die Information, die da reinfließt, intelligent gemanagt werden muss. Und das war eben die Kombination zu dieser Lustra-Datenbank, die später dann von Informix aufgekauft wurde und der Informix Universal Server wurde. Technisch spannend war das Citiweb vor allen Dingen deswegen, weil es hier darum ging, möglichst die Redaktionen und die Verlage und die Informationsdienstleister jeder Stadt in Europa dazu bekommen, in einem intelligenten Content-Netzwerk zusammenzuarbeiten und natürlich das alles noch zu managen. Man stelle sich vor, die verschiedenen Veranstaltungsdatenbanken, News-Datenbanken, Redaktionssysteme von hunderten oder tausenden Redaktionen in Deutschland als zentral zu managen, über einheitliche Schnittstellen zur Verfügung zu stellen und darauf Millionen Nutzer von Europa zugreifen zu lassen und diese Personalisierung sauber in den Griff zu bekommen. Das war die spannende Herausforderung, die im Hintergrund stand und die natürlich die Forderung nach intelligenten Wissenssystemen, also wir haben Informationssystemen in dem Fall, vorangetrieben hat und was auch klar, wo auch relativ schnell klar wird, dass das dort eine hohe Bedeutung hatte. In dieser Zeit hatte ich dann also extrem viel man würde heute sagen, Content-Management-System, Prozess-Management-System, internetfähigen ERP-System und ähnlichen zu tun gehabt, Lernmanagement-System und so weiter. Ganz live habe ich dann miterlebt, wie sich das Content-Management-System InfoOffice von einem Zwei-Mann-Unternehmen, mit dem ich viel, viel zu tun hatte, viel Zeit verbracht habe über Red Dot, dann jetzt zu einem Enterprise-Content-Management-System von OpenText entwickelt hat. Schon damals spielten Themen eine Rolle, wie kann ich Webseiten für die entstehenden Suchmaschinen optimieren. Man hat also Suchmaschinenoptimierer realisiert, die dynamisch erkennen konnte, ob ein Spider darauf zugegriffen hat und hat dann praktisch eine Indexseite speziell für diese Suchmaschine erzeugt, die natürlich ganz anders aussah als die Seite, die der Nutzer sehen konnte. Der Nutzer hat eine gesehen, die optisch ansprechend für ihn geeignet war. Die Suchmaschine natürlich dieselbe Information so, dass optimal in der Suchmaschine indiziert werden konnte. Heutzutage ist das als Spamming verboten, aber damals haben wir das richtig real, dynamisch und live entsprechend der Anfragen realisiert. Andere Themen waren, wie kriege ich intelligente Werbeserver hin, die passend für Nutzer über verschiedene Plattformen hinweg, über verschiedene Webseiten hinweg Werbung schalten, das Messen, das V und diese Userprofile dazu mit in Berücksichtigung ziehen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass diese Ansätze überhaupt nicht neu sind. Das sind Ansätze aus 1996, 1997, die da realisiert und umgesetzt wurden. In diese Zeit fällt auch die Entwicklung und Verbreitung der sogenannten Palm Pilots, also der ersten Personal Digital Assistance, wo ich meine Termine pflegen konnte, also Gruppentermine pflegen konnte, abgleichen konnte mit meinen Systemen, Unternehmen, wo ich meine ganzen Kontakte mitnehmen konnte, Notizen realisieren und so weiter. Das heißt, die Palm Pilot-Zeit war diese Begeisterung, dass ich in Zukunft keine Papierkalender mehr benötige, sondern dass sie absolut old-fashioned waren.
Neben den Wissenssystemen bestand natürlich noch die Anforderung, da entsprechende Shop-Systeme einzubauen, Veranstaltungssysteme und vor allen Dingen die bestehenden ERP-Systeme anzubinden. Das heißt, es ging um komplexe, große Online-Internetdienste, die auch entsprechend vorher schnell verfügbar und sicher verfügbar vorhanden sein mussten für Zehntausende oder Hunderttausende Nutzer, die im dümmsten Fall auch parallel zugreifen. Das war aber auch die Zeit des ersten, zum Beispiel des ersten Intranets bei Bertelsmann selber, was in unserer Abteilung von Kollegen entwickelt wurde. Und was ich, das sage ich mal, heute würde man sagen, von so einem U-Boot, also eigentlich nur als Abteilungsinfosystem, bis hin zu einem großen Bertelsmann Intranet, erst über die IT, dann über andere Bereiche ausgebreitet hat, ohne dass es dazu ein offizielles Projekt gab. Ich weiß noch, dass Jahre später, ich glaube, was 97 oder 98, aufgefallen ist, hey, wo läuft denn das überhaupt? Da hat man festgestellt, das läuft ja noch gar nicht im Rechenzentrum, auf keinem Server, wo wir ein großes Rechenzentrum hatten, sondern lief zu dem Zeitpunkt selbst noch bei dem ursprünglichen Entwickler auf einem Rechner unter seinem Arbeitsplatz. Das war also eines der ersten Beispiele, dass man gesehen hat, dass so ein U-Boot-Projekt selbst für einen Weltkonzern funktionieren kann, wie das von einem Projekt, von einer Einzelperson, von einer einzelnen Abteilung sich zu einem Projekt mit mehreren 10.000 Nutzern entwickeln kann, ohne dass es eigentlich irgendein Projektbudget jemals dafür gegeben hätte, bis zu dem Zeitpunkt, wo man bemerkt hat, dass der Server da unterm Tisch steht. Genau aus diesen Erfahrungen verantwortlich zu sein für die Wissenssysteme, für diese Datenbanken, für all diese unterschiedlichen Anforderungen und komplexen Anforderungen, hat natürlich zu entscheidenden Überlegungen zum Umgang mit Wissen und zum theoretischen Beschäftigen, wie muss ich Wissensobjekte handhaben, damit ich sie in komplexen Systemen weiter verwalten kann und vor allen Dingen auf tausende unterschiedliche Bedingungen anpassen kann. Das war eins der Grundbasis von meinen späteren Entwicklungen, die ich beruflich genommen habe im Umgang Wissensmanagement, Enterprise-Portalsysteme und elektronisches Lernen.